Tag. Ich denke, wir sind heute mit meinem Vortrag dann durch mit der Reihe, die geplant war. Und wie es immer so schön heißt, das Beste kommt zum Schluss. Ich bin von der Firma Walter Roller. Ich bin der Geschäftsführer für den ganzen Bereich Luftkühler und Wärmetauscher. Wir fertigen ja in Gerlingen unsere Produkte für ganz Europa. Und wir sind natürlich tief in der Kälte verwurzelt und verankert über viele Jahre. Wir haben letztes Jahr 75-jähriges Firmenjubiläum gehabt. Und da kommt man natürlich im Laufe der Jahre, ich bin jetzt 25 Jahre bei der Firma Roller, stolpert man über viele Probleme, die sich auftun. Und im Bereich der Wärmetauscher ist es natürlich oft das Problem der Korrosion. Da möchte ich heute ein paar Dinge drüber sagen, wie man die erkennt, wie sie wirkt, was sie uns zerstört und natürlich auch Maßnahmen gegen Korrosion, wo uns dann vielleicht helfen, nachhaltigerweise die Geräte, die Lebensdauer der Geräte zu verlängern. Einflussfaktoren der Korrosion verstehen und durch effektiven Schutz aktiv vermeiden, das ist der Titel von dem Vortrag. Ja, in der Vorbereitung dazu habe ich mal überhaupt mal geschaut, was versteht man denn unter Korrosion? Und klar, Korrosion ist in der Regel eine unerwünschte Reaktion von Materialien, in dem Fall von den Wärmetauschern, von Metallen mit Stoffen aus der Umgebung. Elektrochemisch handelt es sich bei der Korrosion um eine sogenannte Redoxreaktion von Metallen unter dem Einfluss von Wasser, Salzlösungen, Säuren, kann auch zwischen unterschiedlichen Metallen stattfinden. In dem Wort Redoxreaktion ist ja auch das Wort Reduzierung schon drin und was darunter nachher genau zu verstehen ist, werden gleich die folgenden Folien so ein bisschen mit Aussagekraft untermauern. Wir haben zweierlei Korrosion an Wärmetauschern und zwar zum einen von außen. Das kann natürlich vom Kühlgut herrühren. Das ist im klassischen Fall, das haben wir Essig im Kühlraum durch Salate. Wir haben Säure oder Chlor. Wir können aber auch in Prozessen, zum Beispiel bei der Holztrocknung, können aggressive Stoffe anfallen, die unsere Wärmetauscher zerstören. Oder auch so ein Klassiker in Norddeutschland oder in überhaupt an der Meeresnähe ist, dass die Umgebung eben uns mit Salz in der Luft die Materialien angreift. Also die Meeresnähe ist immer zu beachten. Reinigungsmittel, vor allem wenn nicht gut gespült wird. Und jetzt ganz aktuell auch natürlich Desinfektionsmaßnahmen, die im Kühlraum oder in dem Kühlmöbel gemacht werden, die können auch unsere Materialien angreifen. Dann gibt es, das will ich aber heute nicht großartig angehen, auch eine Korrosion von innen, ich will es nur gesagt haben, und zwar durch die Kälteanlagen, durch saures Öl oder auch durch Feuchtigkeit, die innen in der Kälteanlage mit drin ist. Ja, häufige Fehler. Die Notwendigkeit, dass Wärmetauscher vor Korrosion zu schützen wären, wird während der Planung einfach gar nicht erkannt. Es ist unbekannt. Man plant eine Anlage und weiß auch nicht so genau, was kommt alles genau exakt in den Kühlraum rein. Oder aber man plant gut, aber die tatsächliche Nutzung vom Kühlraum ist anders, als wie es in der Planung angenommen war. Und das ist auch so ein Klassiker. Die Kosten für den Korrosionsschutz werden einfach gescheut. Und es wird einfach Standard verwendet und führt dann auch zu schnell zu Problemen. Und auch die Reinigung oder keine Reinigung, falsche Reinigung, kann eben zu Problemen führen. Da gibt es verschiedene Themenbereiche, die uns bei Roller hier eben beschäftigen. Und zwar die Verdampfer und Luftkühler, die Wärmetauscher, natürlich auch die Verflüssiger und Klimageräte. Der absolute Klassiker ist jetzt hier zu sehen. Und zwar ist das ein Thekenverdampfer, der in eben einer Wursttheke eingebaut war. Und man kann also ganz gut erkennen, dass der auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aussieht. Wenn man aber näher hinschaut, sieht man, dass das ablaufende Kondensat schon mit einer Grünfärbung versehen ist. Und wenn man dann den Wärmetauscher genauer untersucht, sieht man dann auch, dass Grünspan angefallen ist und also quasi die Kondensatbildung über die Bögen zum untersten dazu geführt haben, dass der ausfällt und Lochfraß entsteht und die chemische Überlastung der Kernrohre hier zutage kommt. Es ist aber nicht nur an den Bögen der Fall, das muss man sich immer vor Augen halten, sondern natürlich auch an dem zylindrischen Teil der Kernrohre sehen wir eine Grünspanbildung und die Lochfraß-Attacken des aggressiven Mediums tun auch hier ihre Spuren hinterlassen.
Das ist wieder eine Metzgertheke, ganz mit Absicht rausgesucht, weil wir haben diesmal nicht die Kernrohre im Angriff, sondern wie man ganz gut sehen kann, sind die Aluminiumlamellen verschwunden aufgrund von den Einflüssen in diesem Einsatzfall. Und wir haben also quasi keine Oberfläche mehr da. Das Kernrohrsystem ist noch in Betrieb. Es bildet sich noch Bereifung, also ist auch noch keine Kältemittelfüllung drin. Aber natürlich hat der Verdampfer wenig Leistung, weil die Lamellen einfach weg sind. Und die sind zerstört einfach durchs Kühlgut oder durch Reinigungsmaßnahmen. So aus der Nähe nochmal fotografiert. Bei Verdampfern in Kühlräumen, die dann auch mit einem Ventilator versehen sind, kann das dann so aussehen, dass wir eine regelrechte Abspülung des Materials erleiden. Ups. Und sich das Kupfermaterial quasi an den Endblechen abspült und herunterläuft und in der inneren Schale sammelt unten, sodass da auch Grünspan zu sehen ist. Das ist eine eindeutige Überlastung von den Materialien. Auch die Lotwerkstoffe werden überlastet. Man hat dann praktisch den Angriff auf den Kernrohren, aber auch die Lote haben dann darunter zu leiden, dass eben diese chemische Überlastung stattfindet. Wir haben das dann mal unter einem Mikroskop in einem sogenannten Schliffbild angefertigt und man sieht, wie die Lotmaterialien sich quasi hier auflösen und dann kommt es zu den Undichten. Hier hatten wir einen Fall von einer Großbäckerei und wir hatten massiv Lochfraß, weil eben auch die Teiglinge mit Sauerteig versetzt waren und dann zu richtig großen Lochfraßbildungen in den Blöcken geführt haben. Dann gibt es immer wieder Wettbewerber, die eine Art Lackierung auf den Wärmetauschern anbieten, die aber total ungeeignet ist und man sieht dann relativ schnell, dass auch hier die Lackierung sich ablöst, das Material sofort hervortritt und wir auch wieder hier Lochfraßbildung haben, Grünspalbildung haben und die Zerstörung einsetzt. Natürlich kann auch Korrosion an den Gehäusen stattfinden. Wir haben bei Roller immer blanke, pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse. Aber wir haben natürlich oft Einsatzfälle, wo auch sich die Beschichtung im Laufe der Zeit ablöst und dann auch an den Gehäusen die Korrosion hervortritt. Hier haben wir dann ein schönes Teil ausgetauscht und haben eine Edelstahlvariante dann eingebracht, die dann längere Zeit gehalten hat. Man muss einfach die Fehler erkennen und entsprechend Fürsorge tragen, dass im Austauschfall dann auch die richtigen Maßnahmen greifen und die richtigen Materialpaarungen verwendet werden. Hier sind nochmal Beispiele von dem Bereich Wärmetauschern in Lüftungsanlagen. Da war es so, dass wir Abluft in der Wärmerückgewinnung aus den Digestorien einer Universität hatten. Dort hatten wir eine Aluminiumablösung von den Alulamellen und auch massiv Probleme mit den Kernrohren und das Kupfermaterial hat es förmlich aufgelöst. Dann habe ich zum Schluss noch, was die Verflüssiger anbelangt, die Meeresnähe. Hier hatten wir direkte Meeresnähe und an dem kleinen Verflüssigerchen sieht man schon, dass da gar keine Lamellen mehr drauf sind. Eine Abhilfe kann dann sein, wenn Meeresnähe wirklich in unmittelbarer Nähe ist, dass man Kupferlamellen einsetzt und die sind dann resistent gegen das Salz in der Luft, wo eben beim Verflüssiger im Außenbereich auf die Lamellen auftritt. Wenn wir eine größere Distanz haben zur Meeresoberfläche, dann kann man auch eine epoxidharzbeschichtete Lamelle nehmen oder eine sogenannte Goldlacklamelle, das heißt, das Grundmaterial ist Aluminium und bekommt eine Beschichtung. Bei uns ist die eben, oder ein allgemein üblich ist die eben golden und schützt das Aluminium vor dem direkten Kontakt mit der salzhaltigen Luft und verlängert die Lebensdauer der Produkte. Bei Klimageräten kann es auch durchaus zu Korrosion kommen. Wir bauen ja auch seit vielen Jahren unsere Klimageräte.
Und um das eben Abhilfe zu schaffen, werden die gesamten Grundgeräte mit Pulverbeschichtung versehen und auch wieder die Alulamellen ersetzt durch Kupferlamellen, sodass wir da eine entsprechend lange Lebensdauer auch erzielen können. Es gibt jede Menge Informationen in unserer Homepage, wo Sie ganz genau die Maßnahmen vom Gehäuse über die Blockmaßnahmen und die verschiedenen Materialpaarungen Informationen rausziehen können. Empfehlungen sind da ausgesprochen, sodass Sie sich auch im Vorfeld in Ihrer Planung schlau machen können, wie eine entsprechende Maßnahme aussehen kann, um eben keine Korrosion und Ausfälle und schnelle Ausfälle zu erleiden. Es ist ja dann auch so, wenn die Geräte undicht werden, dann kommt natürlich das ganze Kältemittel raus. Der Kunde ist hochgradig unzufrieden. Kältemittel ist teuer, umweltschädig, das weiß jeder. Und insofern ist es erstrebenswert, die Geräte korrosionsfrei zu schützen. www.walterroller.de oder aber auch in der Halle 6 am Stand 210 sind wir heute noch da für Sie und können Sie zu Ihren Problemen auch gern noch beraten. Und im Endeffekt haben wir da nochmal das von der Homepage. Da sind auch ganz viele Anwendungsgebiete mit drin und die entsprechenden Stoffe, die dann auftreten können und die jeweilige Empfehlung, die wir aussprechen, wie der Block und auch die Gehäuse ausgeführt sein können, sodass das eine lange Lebensdauer erzielt. Und das ist ja auch in gewisser Weise eine Nachhaltigkeit, die wir als Roller natürlich auch gerne unterstützen wollen. Zusammenfassend kann man nochmal sagen, Korrosion ist echt ein vielschichtiges Thema und man hat vorhin erkannt, bei der Metzgertheke war einmal das Alumaterial, waren die Lamellen weg, einmal waren die Kupferkernrohre betroffen mit viel Grünspan und Lochfraß und das letzte Beispiel, was ich gegeben habe, war, dass die Lote sich aufgelöst haben, obwohl das ein und der gleiche Einsatzfall war, waren unterschiedliche Materialien betroffen. Deswegen ist es gut, wenn man natürlich alle Materialien schützt. Da haben wir ganz viele Möglichkeiten, Ihnen da zu helfen. Und eins ist ebenfalls ganz wichtig, wenn man schon einen Austausch von Wärmetauschern vornehmen möchte, dann ist es immer gut, den sich vorher mal anzuschauen. Wenn der dann so aussieht wie der hier, dann macht man am besten irgendwas rein, wo auch natürlich den Anforderungen trotzt und das wohl dann auch über lange Zeit funktioniert. Und dann hat man auch eine nachhaltige Lösung, die den Kunden dann auch lange Zeit Freude bereitet und die Anlage in Betrieb hält. Wie gesagt, gerne auf dem Stand vorbeikommen. Wir haben auch ganz viele Korrosionsschutzbeispiele bei uns am Stand. Und damit sage ich danke für eure Aufmerksamkeit und bin eigentlich schon vor der Zeit fertig. Kein Zeitsignal bekomme. Dankeschön.